Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Gestern haben wir angefangen hier mit unserem, man kann eigentlich gar nicht wirklich Seeungeheuer sagen, es ist mir ein Teichungeheuer. Und ich möchte gerne heute noch ein bisschen weiter basteln hier an dem Häuschen. Ich möchte hier drin diese Holzplatten haben, damit das abgeschlossen ist in sich. Ich will hier diese Durchgänge will ich noch einkästeln hier mit dem weißen Holz. Und natürlich fehlt auch noch ganz viel Deko um die Strecke, weil so ist die Strecke ganz nice, aber nicht wirklich was Besonderes. Und Umgebungslichter möchte ich jetzt dann auch gerne mal nutzen. Was macht der Hund da hinter mir? Ich weiß nicht, ob er den Schmatzen hört. Was hat er da schon wieder? Angepasst. Nee, warte. Szenerie oder Gebäude? Eins von beidem. Da ist es nicht. Und hier. Ja, da ist das Umgebungslicht. Ein färbbares Umgebungslicht. Perfekt. So. Aber jetzt möchte ich, wie gesagt, erstmal hier noch weitermachen. So. Zack. Wollen wir doch mal gucken. Da macht sich gerade die Hanni bemerkbar. Bei uns ist heute ziemlich viel los im Haus. Wir haben die Heizungsableser da, die kommen nachher noch. Und jetzt ist gerade auf der anderen Haushälfte, da fallen wir nicht runter, ist noch jemand, der gucken muss wegen Kaminen. Die haben zwar keine Kamine, aber irgendwie was anderes, was da noch abgelesen werden muss. So, das ist doch vielleicht gar nicht mal so uncool. Guck mal, wenn hier das so ein bisschen raussteht, oder? Dann hat man hier so eine kleine Stufe. Oder? Was meint ihr? Ich glaube, das ist ganz süß. So, Winkelausrichtung machen wir an. Dann ist es leichter, dass wir das hier wirklich gerade haben. So. Da das jetzt so ein bisschen blöd aussieht, mache ich das so, dass es bei beiden Stellen ein bisschen übersteht. Ich glaube, das wirkt dann einfach besser. So. Ich finde das eigentlich so ganz cool, oder? So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das untere hier auch noch angewählt bekomme. Wie komme ich da denn jetzt dran? Gar nicht. Das ist blöd. Dann müssen wir das halt einzeln nochmal machen. Ist jetzt auch kein Beinbruch. So. Ist halt die Frage, macht man das drinnen auch nochmal? Ja. Gucken wir gleich mal. So, und jetzt nehme ich das nochmal und ziehe das nach unten. So, und dann mache ich hier auch so eine Stufe rein. So. Ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das innen auch nochmal reinmache. Ist vielleicht gar nicht so doof. Dann. Ansonsten sieht das halt irgendwie. Weiß ich nicht aus. So. Zack, dann ist das hier ein bisschen breiter. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr denn zu der Sache mit der Stufe? Ich finde es ganz cool, aber ich denke mit Sicherheit, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ihr könnt mir das ja gerne mal schreiben. So. Und zack. Und runter. So. Ja, so passt es doch eigentlich. Das sieht einfach irgendwie so abgeschlossener aus. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie schon. Jetzt muss ich gerade nochmal noch gucken. Hatte ich nicht hier? Nee, an den Ecken hatte ich nichts. So, Bäume fehlen hier aber definitiv. Und wie gesagt, das Holz hier drin. das war bei Dächern, wenn ich mich nicht irre. Das Holz war es nicht, was ich suche. Das war dieses schmalere. Das hier. An Oberfläche ausrichten möchte ich das nicht.
So, da muss ich jetzt mal schauen. So, ein Ticken runter. Und ein bisschen mehr so, ja. Jetzt ist die Frage, macht man das so, dass das so in sich abgeschlossen ist? Würde ich aber, glaube ich, gar nicht machen. Ich würde es einen ganz kleinen Ticken nach unten setzen, dass der Boden nicht durchschimmert. So würde ich das, glaube ich, machen. So. Nee, warte mal. Stopp, Schluss, das da weg. Das kann ich eigentlich so weit ansetzen, bis man es da, bis es da abgeschlossen ist. An die anderen Stellen muss ja nichts. So. Weil ich finde das immer wichtig, dass das hier so, dass man nicht bis auf den Boden durchgucken kann. Das ist zwar immer jetzt nicht unbedingt die spannendste Arbeit, aber ich finde, das muss halt irgendwie sein. Damit das nicht total dämlich aussieht. Weil ich meine, man kann in keiner Attraktion bis auf den Boden durchgucken, außer unter den Schienen. Wenn man da halt nichts drunter machen kann. Das muss ja frei sein, um gewartet zu werden. Und ja, ne? Und ich finde, gerade hier bei so rustikalen Teilen bietet sich natürlich dann Holz immer sehr an. Es gibt mit Sicherheit dann auch futuristische Attraktionen, wo das dann gar nicht reinpassen würde. Aber bei den meisten passt das so mit dem Holz eigentlich ganz gut. Und ich mag speziell diese Holzteile hier sehr gerne. Ich weiß auch nicht warum. Die finde ich irgendwie hübscher als viele andere. So. Dahinter ist jetzt eine kleine Kante, aber die sieht man gar nicht wirklich. So, und da auch noch zu. So, jetzt haben wir das hier nämlich schon mal so fertig. Weil mir fällt gerade auf, das gehört jetzt, glaube ich, gar nicht zum Gebäude, oder? Nee, habe ich wieder Mist gemacht. Ach Mann, werde ich jemals ein ordentliches, komplettes Stationsgebäude hochladen können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe da irgendwie, vergesse ich das immer. Ja gut, da kann ich jetzt nicht mehr großartig was dran ändern, leider. So, machen wir so. Das heißt, wenn ich die Attraktion so hochladen sollte, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ich das machen soll. Dann müsstet ihr die selber noch verkleiden, das innen drin. Das geht dann nicht anders. Es sei denn, ich würde die vielleicht noch alle mitmarkieren. Geht das, dass ich ein Gebäude anwähle? Müsste ja eigentlich, wenn ich das bei den Blueprints alles markiere und hier drüber ziehe mit der Maus, dann müsste ich doch eigentlich die mitmarkiert haben. Was müsste ich dann halt wirklich mit dieser Markierung machen? Ich kann dann nicht einfach in der Station bzw. bei der Strecke auf Blueprint gehen. Da muss ich die Station, müsste ich dann getrennt speichern von der Strecke. Dass man das dann manuell zusammenfügt. Das wäre eine Möglichkeit. Das kann ich natürlich machen. Muss man zwar auch ein bisschen basteln, aber das sollte eigentlich klappen. So, jetzt überlege ich nur, hier sind immer noch Lücken, das geht so nicht. So, huch, das wollte ich nicht. Hallo. Warum kann ich denn jetzt nicht mehr? Oh, ich will da rein. So. Hier kann ich anwählen. Auch schon mal ein bisschen komisch.
So, zack. Und dahin. Und dahin. Okay. Das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Jetzt können wir vielleicht hier drin noch gucken, dass wir vielleicht... Gibt es noch so Wikinger-mäßige Deko? Weiß ich gar nicht. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Dann können wir das hier drin noch ein bisschen hübscher gestalten. Ich werde mich jetzt hier noch so ein bisschen an das Außen, an das Drumherum begeben. Bauplan, 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 Bauplan Natur. Sowas könnte sich hier ganz gut machen. Ja, schaut mal, sieht doch direkt süß aus hier. Noch ein paar Büsche hin. So. Den hier müssen wir natürlich verschieben. Den können wir so nicht lassen. Guck mal, und so wird direkt die Strecke, wird dadurch direkt schöner. Durch so ein paar Bäumchen sieht das direkt schon mal schöner integriert aus, finde ich. Ich finde das Wahnsinn, was man mit so ein bisschen erreichen kann. Und ich finde es auch generell toll, dass einem klar, man kann natürlich, das ist nicht wirklich, ich muss nochmal gucken, es haben bestimmt schon wieder viele Shops geschlossen. Es ist natürlich auch jetzt nicht schwierig, die Bäume selber zu platzieren, klar. Aber es ist natürlich auch angenehm, dass man die Möglichkeit bekommt, so ganze Baumgruppen direkt zu platzieren. Ich muss auch mal schauen, dass ich mir da noch von anderen Bäumen auch mal noch solche Baumgruppen einfach erstelle. Hier die Eschen sind auch cool eigentlich. Die sind ganz hübsch. Können so ein bisschen, können da ruhig die Wurzeln auch rausgucken. Hat man ja oft schon mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt bei allen Bäumen der Fall ist, aber dass sie so ein bisschen schon mal rauswachsen, die Wurzeln. Dann stehen die zwar ein bisschen unsicher eigentlich, die Bäume, aber gerade so bei Bachläufen hat man das, glaube ich, relativ oft, dass das dann so... So, gerade hier will ich was Dichteres haben, dass man da vom Weg nicht so hingucken kann. Dass er so ein bisschen mehr in sich abgeschlossen ist. Ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine. Okay, da kriegen wir das jetzt so nicht mehr hin. Aber hier vielleicht. So, da raschelt wieder der Hund hinter mir. So. Ja, von hier sieht das jetzt vielleicht ein bisschen blöd aus, obwohl eigentlich gar nicht mal so. Jetzt haben wir da natürlich sehr viel Schatten, aber wir haben das, wie gesagt, in sich ein bisschen abgeschlossener. Und guck mal, das sieht doch gleich so viel schöner aus mit den Bäumen hier an der Seite. Der hat ja Spaß da mit seinem, mit dem rot-weiß gestreiften T-Shirt. Sehr schön. Okay, Bauplan gehen wir nochmal hin. Ich schnapp mir hier von denen nochmal ein paar. Die finde ich sowieso, die finde ich genial, diese Baumgruppe. Nee, ich glaube, die baue ich da gar nicht hin. Hier könnte ich noch welche hinbauen. Das würde hier vielleicht ganz gut passen. Die geben jetzt zwar ein bisschen Schatten da auf die Terrasse, aber ist jetzt auch nicht so tragisch, je nachdem, welche Jahreszeit. Wenn da das so drauf knallt, die Sonne, ist das vielleicht auch nicht unbedingt so angenehm. So, das Bootshäuschen. Ja, ist doch schön.
Das sieht doch schon richtig goldig aus, oder? Mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann wird hier weiter fleißig gebastelt und verfeinert und verschönert noch mit Felsen und weiteren Bäumen und Büschen und vielleicht auch der ein oder anderen Deko, Umgebungslichtern und so weiter und so fort. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!